Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War Against, diesmal ein bisschen normaler, auf Tobis Kanal, mit mir, dem Jake, in spartanischer Präsenz. Ich wollte jetzt irgendwas mit Macht sagen, aber das klang in meinem Kopf dann komisch. Okay. Genau, und wir haben in der letzten Folge mit hohen Verlusten und Tobi als... Also ich habe in der letzten Folge mit hohen Verlusten und Tobi als militärischem Berater die kleine Stadt Malwa eingenommen und geplündert. Und jetzt geht's weiter mit Singidunum, einer Stadt, die gerade von Geten besetzt ist, die wir jetzt ganz dick angreifen werden. Ja, okay. Also ich hoffe, er kommt bis hin. Okay. Wir verschieben das also auf nächste Folge, nächste Runde, weil du kommst ich halt hin. Echt nicht bis hinkomme. Das ist halt schon ein bisschen mies jetzt. Ja, oh naja, eine kurze Runde. Happens, ja. Okay, gut, dann kann ich noch ein bisschen... Warte mal, kann ich irgendwas machen? Ah ja, ich kann meinen Militärhafen ausbauen. Ich kann auch einfach sparen, weil dann kann ich nächste Runde... Ah, warte, ich habe noch eine andere Überlegung gehabt. Und zwar, man kann ja Steuern erhöhen, ne? Ja. Aber ich habe nur plus 5 da hinten. Das ist natürlich, da habe ich plus 15. Dann ist das vielleicht besser. Aber das wird auch noch ein bisschen weniger. Egal, wenn ich die Steuern erhöhe, wird dann die... Warte, wo macht man das? Öffentliche Ordnung leiden? Ja. Ja, aber ich meine, das gilt das dann nur für die Provinz oder gilt es für... Das gilt fraktionsweit. Heißt, wenn ich die Steuern hochziehe, dann gilt es fraktionsweit und ich kann nicht nur in den Bereichen, in denen ich gute öffentliche Ordnung habe, die Steuern hochziehen. Du kannst überall die Steuern hochziehen, aber du kannst auch bei Provinzen die Steuer wegtun. Also quasi, dann klick mal auf eine Stadt und dann unten das dritte Icon, Details, und dann kannst du oben links Steuerprovinz ausmachen. Ah. Genau. Puldeva, warte mal, die öffentliche Ordnung verändert sich jetzt wieder ins Negative. Aber das wird sich ändern, weil nächste Runde der Tempel fertig wird. Und dann interessiert es keinen mehr. Ja, dann spare ich das, weil aktuell brauche ich kein Ding. Warte, aber es gab doch Provinzerlässe, bei denen man das machen konnte irgendwie. Provinzerlässe, da kannst du die Steuern anheben, ja. Steuersatz plus 15%. Genau. Aber das gilt erst ab nächster Runde, oder? Genau, ja. Aber alles, was du da jetzt änderst, gilt ab nächster Runde. Ja, ja, genau. Okay, na dann. Warten wir halt noch eine Runde. Jo, dann kommt mal Roma Invicta. Heißt, du musst dich jetzt bei deiner Runde ein bisschen beeilen, weil ansonsten schaffen wir die Schlacht nicht mehr in der Stunde. Ja, in der Folge. Ja, es gibt eine Zeit, dich zu ignorieren, das stimmt. Ich find's so lustig, dass jetzt alle daherkommen und sagen, wir sollten endlich mal Pause oder Frieden machen und wir haben noch gar nicht gekämpft, jetzt chill mal. Das ist jetzt natürlich unpraktisch. Oh, sie greifen dich an?
Mit beiden Armeen? Nee, sie greifen mich in der Stadt an. Ach so. Aber halt mit 1860 Mann. Und diese Stadt hat weder Garnison, logischerweise, weil die habe ich ja platt gemacht. Ja. Und meine Einheiten sind halt eigentlich alle tot. Puh. Ja, naja. Aber aufgeben kann ich auch nicht. Ja, dann probier's. Auf diese Weise kommen wir dann wohl doch noch in den Genuss eines Gefechtes in dieser Folge. Ja, an sich könnte ich auch die Geten spielen und dann halt ziemlich blöd spielen. Könntest du, ja, aber das wäre auch irgendwie unfair. Okay, dann sehe ich also, mal zu. Genau, schauen wir einfach mal, wie es ausgeht. Wird wahrscheinlich relativ tödlich enden, aber... Ja, vielleicht. Im Krieg ist das erste Opfer die Wahrheit. Oha, jetzt haust du aber raus. Scheiße, ey. Wie heißt der Aischylos? Ein griechischer Dramatiker, okay, das erklärt den Satz. Ja, das erklärt einiges. Du kannst mir ja auch ein paar Einheiten geben. Mhm. Ja. Dann versuchen wir so einen Zwang. Willst du die Halbtoten oder die eigentlich komplett toten Einheiten? Ja, du kannst mir die komplett Toten geben. Dann, spiele ich hier eine Armee aus Toten. Sie wissen es nur noch nicht. Ja, das Ding ist, die werden halt relativ schnell fallen dann, logischerweise. Mhm. Okay. Ich würde es halt so machen, dass, er kommt auch von da, das ist blöd. Ich würde versuchen, dass wir hier oben stehen. Weil hier ist ein kleiner Eingang und ja, hier. Warte, ich geb dir mal. Warte, wo mache ich das? Modus wechseln, Einheiten verschenken. Um dem Zuschauer die Kontrolle über die ausgewählten Einheiten zu geben. Der Zuschauer kann Einheiten zurückgeben, indem er sie auswählt und erneut darauf klickt. Okay. Du kriegst jetzt mal die Gorgos-Plänklerinnen. Mhm. Dann kannst du die nämlich da hinstellen. Wir können uns gemeinsam überlegen, wie wir es mit... Fatalische Piken! Piken Infanterie zu eurem Dienst! Tun wir mal so, als wären's... Mach nicht Phalanx! Hä, was? Nein, ich wollte die wieder. Genierer erwarten eure Befehle! Wie wir es mit... Okay, fuck. Das sind 4 Pikinier-Einheiten. Nee, also das ist auch viel zu breit hier. Das können wir so nicht halten. Aber wir können die Stelle halten, wo er vorhin meine ganzen Krieger platt gemacht hat. Hier, das da, ne? Ja. Mhm. Das müsste eigentlich gehen. Ja. Genau, und dann stellst du... Ja, warte, die da müssen aber möglichst nah da drüben an die Mauer hin. Genau, ja, ich würde den da mit dem tauschen, weil der da ist, hat noch mehr Einheiten. Weil die kommen sicher hier hin, genau. Und dann würde ich hier die normalen Leuten, also vielleicht auch schon den General hin tun. Hat er es jetzt getauscht oder hat er wieder zurückgemacht? Er hat es wieder zurückgemacht. Warum macht er das? Zu euren Dienst! Okay, warte, dann müssen wir das anders machen. Fatalische Piken! Nee, warte, die sollen... Genau. Na, noch ein bisschen weiter rüber.
So. Mhm. Bereit zum Einsatz. Ist gut. Und dann können die... Spartanische Piken! ...auch noch ein bisschen breiter gehen, oder? Ja, mach Piken lieber bereit. Nicht allzu breit. Dann machen wir die hier Spartaner! Die dahin. Spartanische Piken! Die hier. Bisschen weiter vor. Das Gute ist, er hat nur zwei Einheiten Plänkler. Das ist schon mal... So, und dann die Voll-Dings-Einheit, hast du gesagt, vom General. Genau, hier. Abbieten! Form eine Phalanx! Ja, nice. Die müsste eigentlich ausreichen, um den kompletten Ding hier abzustellen. Hm. Hey. Ja, genau. Und jetzt Phalanx. Ja, ist schon. Gut. Ja. Vielleicht ein bisschen weiter vor geht es. Ja, super. Damit die Feinde nicht hier reingehen. Ja. Dings. Ja, warte. Genau. Und die restlichen? So. Ja, stell einfach mal hier hin. Weil dann können sie gut. Ja, warte mal. Reagieren. Die Generalseinheit muss ein bisschen anders stehen, weil so wie sie jetzt gerade steht, haben wir ein paar, die da vorne. Ja, einzeln stehen. Ja. Einzeln stehen, das ist schlecht. So, dann ziehen wir die hier einfach ein kleines Stück weiter hinter, oder? Das müsste ja im Endeffekt denselben Effekt haben. Haha. Endeffekt. Aber das war zu weit. Jetzt ist da eine Lücke. So, so müsste das eigentlich gehen, mhm. Oder? Ja, sieht gut aus. So, und dann... Man kann ja keine Einheiten zusammenführen, oder? Nee. Zu euren Diensten. Das wäre halt saupraktisch. Ja, das kannst du danach machen. Also, wenn wir in der taktischen Karte sind. Also, wenn wir auf der Welt... Ach so, okay. Also, außerhalb von Schlachten kann ich das, aber... Genau. Okay, Hoplitern bereit! Willst du die Plänklerinnen schon da vorne zu der Anhöhe hinschicken oder nicht? Also, dass ich hier stehe quasi. Ja. Beziehungsweise halt, was haben wir gesagt, hier. Ja. Oder hier war vorhin, was wir gesagt haben, da, wenn sie stehen würden, könnten sie ziemlich viel Damage machen. Ja, also... Ja, ich kann die mal dahin tun, aber... Soll ich da dann so eine Einheit Kanonenfutter mitschicken oder nicht? Nee, das macht keinen Sinn. Also, ich würde die halt dahin stellen und wenn ich sehe, dass er von hier kommt, dann würde ich sofort wieder zurück. Okay. Ups. Nein, keinen Pinsel, genau. Aber magst okay, du aber auch ein paar von den halbtoten Nahkampfeinheiten haben oder nicht? Ich muss eigentlich nicht. Also, okay. Okay. Aber mach da schon mal die Hoplitenwand bei denen an, weil dann steigt auch die Rüstung. Infanterie zu eurem Diensten. Also bei allem. Super Fee. Genau, die spartanische Piken. Piken. Der hat doch keine Kavallerie, oder? Eine Phalanx. Wehrkämpfer bereit. So, alle Piken. Alle Hopliten stehen jetzt in Phalanx. Super. Dann. Let's go. Gehen wir's an, oder? Mhm. Hier stehen wir also. Wir werden unser Volk und unser Land bis zum letzten Atemzug verteidigen. Bei den Göttern, mir wird das Schwert aus den kalten, toten Händen fallen, ehe ich einen Schritt zurückweiche. Schwört mir denselben Eid. Zeit! Mein General gerade gesagt so, er wird mir das Schwert aus den kalten, toten Händen fallen, als dass ich einen Schritt zurückweiche. Ja. Ja, da könnte in der Tat was dran sein. So. Ah, jetzt ballert mal.
seine Generalseinheit wird halt wahrscheinlich echt ein... Ja, aber ich glaube, es ist sinnvoller, wenn du so schnell es geht zurückkommst, oder? Weil da hinten bist du eigentlich jetzt für ihn schon Kanonenfutter. Ja, die haben echt nicht sehr schön geschossen. Nee. Frage ist, ich glaube, hier hinten kannst du, wenn du hier lang kommst. Das ist wahrscheinlich das Sicherste, was du gerade machen kannst. Na, ich bleib mal noch ein bisschen da und schieß mal auf die Blankler von ihm. Jo. Weil noch ignoriert er mich, ja. So, na dann, Soldaten. Zeigt, was ihr könnt. Alter. Ich liebe Fahrens. So, ne? Schau dir mal an, wie das aussieht, ey. Unser General wird angegriffen. Gut, das haben wir ignoriert, ne? So, Jungs, ich sag's euch nur ungern, aber das wird so eine ähnliche Geschichte wie Schlacht bei den Thermopylen. Ich meine, wir sind 4-1 in der Unterzahl gerade. Okay, hier eine von meinen Einheiten ist am Wanken, weil der General von ihnen da steht. Ah, doch nicht. Sie haben scheinbar sich wieder ein bisschen gefasst. Hey Jungs, ihr macht das gut, macht weiter so. Ich muss jetzt mal ein bisschen rumlaufen. Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle. Cortana! Erwarten eure Befehle. So. Okay, er hat keine Munition mehr, das ist gut. Sehr schön. Also die ganz rechte Flanke ist jetzt langsam an dem Punkt, wo sie zahlenmäßig schwächer wird. Aber ich habe da jetzt schon eine ganze Reihe von Hopliten hingestellt, in der Hoffnung, dass die das dann auffangen, wenn die da durchkommen. Ja. Okay, der will, glaube ich, nicht mehr, dass ich ihn beschieße. Warum ergreift dich jetzt an? Okay. Ja, da tut so. Okay, ein paar brechen jetzt so halber durch. Ganz rechts. Also von mir aus gesehen rechts. Okay. Aber die werden hier außen aufgehalten. Also sie kommen nicht wirklich durch, aber... Wie ihr befehlt!
Sieht so aus, als würdest du den Kleinen kriegen. Ja. Wie sieht's bei dir mit Munition aus? Geht das noch, oder? Ja, geht noch vor. Okay. Also wir halten uns halt echt ziemlich gut. Mhm. Also die Fahrlangs steht wie eine 1. Bis auf da an der einen Stelle, und da wird's halt echt eng, wenn später der General mit dazu kommt. Ja, ich mach die jetzt noch platt, also die zwei. Und schieß dann voll auf den General rein. Alles klar. Der steht noch auch so, dass du dann keine von meinen Jungs erwischt. Mhm. Alter, die eine Hopliteneinheit mit 12 Mann ist immer noch bei 92% Moral. Schon krass. Cortana! Während seine jetzt Stück für Stück das Zusammenbrechen anfangen. Wir erwarten eure Befehle. Ich überlege gerade, ob ich mit dem General anfangen soll, drauf zu stürmen auf die eine Einheit, die da vor mir noch steht. Ja, mach das auf jeden Fall. So, und danach würde ich mich so Stück für Stück durch die komplette Ding durcharbeiten. Genau, einfach hier mal dann so ein Ding machen. Da kommen ein paar Bogenschützen auf dich zu. Ja, ist egal. Zu eurem Dienst. Okay, aber die Generalseinheit hat auch ziemliche Verluste erlitten. Also wenn es nicht unbedingt sein muss, ja meine, wenn es nicht unbedingt sein muss, dann würde ich die eher bedeckt lassen, nicht dass der General noch drauf geht. Ja, okay. Aber er fängt jetzt komplett an zu rennen. Ja, ich sehe es. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Sehr schön. Ist die Frage, wollen wir dann noch seinem General hinterherjagen? Ja. Okay. Spartanische Piker im Einsatz! Greift ihre Positionen an! Angreif! Warte, dann schieße ich mal nicht weiter. Sparta! Genau, mach aber einen Kessel zu. Ja, bin dabei. Weil der General steht halt genau hier. Speerinfanterie bereit! Angreif! Spartaner! Ja, jetzt vorne kommt ein Trupp. Doppelte Geschwindigkeit! Spartanische Piken! Warum sind jetzt eigentlich alle so darüber gelaufen, wenn die Hälfte von ihm noch hier steht? Spartaner! Ich erwarte eure Befehle! Die Männer wanken! Weil da wahrscheinlich einer stand oder so. Ja, Kommandant! Zu euren Dienst! So, hört auf zu wanken. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Spartanische Piken! Durchbrecht die Linien! Ich erwarte eure Befehle. Schnappet vor! Was passiert denn da gerade? Ich glaube, ein paar von seinen Leuten fliehen halt immer wieder und ein paar von meinen rennen ihm halt dann nach. So, fortfahren, ich will den General noch töten. Ja.
Kannst aber mal vorspielen. Wo ist der General? Ja, ich baller ihn wieder. General ist. Oha. Sehr gut. Der war hier. Was? Wo war der? Der war ganz hinten. Also lol. Hier. Okay. Chillig. Okay, dann können wir jetzt aufhören. Ja, genau. So, Gefecht beenden. Gut. Sie hat überlebt. Das ist schon ja, mal gut. Knapper Sieg. Jetzt, ich bin echt gespannt jetzt auf die Statistik. 620, Alter. 627 Kills. So, er hat fast 2000 Mann aufgestellt und wir haben mit 550 dagegen gehalten, ey. Ja. Der Vorteil von Pikinieren, ne? Ja, spartanischen Pikinieren. Weil ich glaube, wenn ich da jetzt irgend so einen germanischen Dings gehabt hätte oder so, die wären, also so Speerkämpfer halt, die wären weggelaufen, als die Schlacht angefangen hätte. Ja, weil, ja, das sind ja keine Pikniere. Klar. Also ich glaube, die, es wäre mal interessant, also müssen wir irgendwann mal ausprobieren, die besten spartanischen Pikniere gegen die besten Seleukiden. Weil die haben Silberpanzer-Pikiniere oder so und die sind auch richtig gut. Okay. Ja, das Ding ist, bei den Spartanern sind tatsächlich die stärksten Einheiten, glaube ich, eigentlich die königlichen, also die Spartiaten tatsächlich. Ja, natürlich. Ja. So. Also die Hopliten, weil die Pikiniere habe ich, glaube ich, tatsächlich schon die stärksten, die es gibt. Okay. So, ich glaube, die spartanischen Pikiniere, also weil königliche Pikiniere gibt's nicht, es gibt nur noch die königlichen Hopliten. Mhm. Was du halt machen kannst noch, ist, dass du deine Einheiten halt noch entsprechend aufrüstest. So mit eben dann Rüstung und so weiter. Ja. Das ist klar. So, und wir keine Gnade.